Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ratchet Deadlocked, aka Gladiator, mit mir, Savex, und wir befinden uns direkt vor der bösen großen Kathedrale, wo sich Shishok wahrscheinlich zum letzten Mal befinden wird. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen rumgesnippet, ein bisschen gegrindet, ein paar mehr Gegner platt gemacht und auch schon mal Shishok bekämpft. Und nun werden wir uns ein weiteres Mal ihm entgegenstellen. Vorher gucken wir aber noch mal kurz in den Waffen. Denn die Sniper haben wir noch gar keine Omega-Modifikation gegeben. Und weil das ja nichts kostet, können wir denen ja ihr noch mal was geben. Entweder Säure oder Schock. Ich würde sagen Säure, weil wir ja eh fokussiert auf sie schießen. Aber ich kann ja auch falsch liegen. Ich bin mir da echt nicht sicher. So, wir haben da Munition. Ist sonst alles cool eingestellt, Guys? Alles cool eingestellt? Cool. Cool. Ja. Ne, wird schon passen. Wird schon irgendwie laufen. So, dann denke ich mal, sind wir bereit für die Action. Yay, Action. More Action. Herausforderung beendet. Wuhu. Gegner. Boats. Unsere Boats. Shishok. Shishok. Schnellschock. Schocki. Ich habe den Schocker ausgewählt. Den Schockblaster. Für dich, Shishok, Mann. Yeah. Das Darkstar-Team hat es in die dunkle Kathedrale von Kronos geschafft. Sie ist kalt, sie ist feucht, sie ist furchterregend. Sie ist genau wie meine Ex-Frau. Schaut euch das Darkstar-Team noch einmal genau an, Leute. Denn Shellshot wird mit ihnen die Wände der Kathedrale verputzen. Oh yeah. Oh yeah. Kathedralen-Action. Sniper-Action. Oder können wir noch ein Level hochbringen? Boom. 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 Oh, kein Level. Aber so gut wie. Na gut, da ist, da kann man nicht durch. Denke ich mal. Sieht so aus. Das hier nenne ich die unehrenhafte Entlassung. Wusstest du, dass Shellshock kürzlich vom Pox-Magazin zum attraktivsten Roboter der Galaxie gewählt wurde? What? Wegen seinen maskulinen Auftritt. Hey, ich sniper dich einfach weg. Und weg. Baba, my friend. Da bist du ein weiteres Mal geflogen. Achso, das ist eine Schutzmechanik. So, kommen jetzt auch Gegner? Oh ja, natürlich kommen Gegner. Bup, weg. Und Level up. Yeah, mehr Sniper Power. Oh, echt viel mehr Schaden. Kleiner Mann. Dankeschön. Oh, ganz schön viel Munition hier. So. Dann hat sich da der Weg geöffnet. Okay, wir werden, glaube ich, noch ein paar Mal gegen Shellshock gegenballern. Hallo. Hallo, Guys. Welche Waffe kann ich denn jetzt mal aufleveln? Gibt es so viele. So. Kamin. Ziel erfasst. Sofort vernichten. Oh komm, jetzt, er kommt jetzt jedes Mal. Das ist ja unnötig. Schon ein bisschen. So. So dezent. Ich putze meine Rüstung mit deinem Gesicht. What? Mit my face. Gesichtscreme. Oh Gott. Hey, oh. Geh weg, Shelly. Shelly. Aua. Aua, Shady Mann. Juhu. Hau ab, bitte. Bitte geh. Bitte geh jetzt. Bitte. Bitte, 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 danke. Tschüss. Ich habe auch keine Munition mehr. Nun gut, dafür gibt es ja genug Munition hier. Yep. Die eine. Ah, da ist noch mehr. Yay, Money. Cool. So, jetzt dreh mal dein Ding. Du kannst in der Zeit den beschützen. Ich werf mal ein paar Minen hier hin. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hehe.
Immer noch Leute? Oh, da leben noch welche. Mi scusi. So, jetzt aber. Jep, jep, jep. Ich sollte die Standardwaffe auch nochmal auf Level 4 bringen. Ich sollte alle Waffen leveln. Alle Waffen sind notwendig. Wenn wir natürlich erstmal hier rüberspringen können. Yeah. Shellshock again? How much Shellshock? Can be possible. Vernichtungsprogramm gestartet. Again, okay. Boop, boop, boop. Und wo bist du? Da bist du. Yep. Ich putze meine Rüstung mit deinem Gesicht. Yep. Das hier nenne ich die unehrenhafte Entlassung. So, weg ist er. Das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn das so schnell geht. Munition? Ja, danke. Cool. So, dann könnt ihr beide das mal wieder machen. Vielleicht auch wieder ein paar Minen haben. Einfach instinktiv. Puh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Little bit much. So, cool, cool. Ups. Hey, auch keine Munition mehr. Ah, ja, die gute Munition. Die will ich so, wie ich will. Und ich habe keinen Boost. Kein Turbo-Boost, glaube ich. Das ist auch cool. So. Hello? Vernichtungsprogramm gestartet. Schon wieder? Du hast ein sehr einseitiges Vernichtungsprogramm, mein Freund. Wo bist du diesmal? Ach, da. Ich putze meine Rüstung mit deinem Gesicht. Das hier nenne ich die unehrenhafte Entlassung. What? More damage. Gott. Geh kaputt, Mann. Geh kaputt, Mann. Yay. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt die letzte Runde war, aber yay. Wir haben es geschafft. In genau 5 Minuten. Wenn das nicht mal zeitlich völlig gut abgetimt ist. Jetzt haben wir Sturmstiefel. Jetzt können wir uns wahrscheinlich schneller bewegen. Habe ich mich jetzt gerade noch beschwert. Mensch, das Spiel weiß einfach, was wir wollen. Yeah, einer der bösen Gladiatoren weniger. Und das Rächerturnier freigeschaltet, für was auch immer. Und diese Idioten jubeln. Technik für 6 Millionen Bolts vernichtet und die undankbaren Deppen feiern das wie ein verdammter Lottogewinn. Oh. Warum rege ich mich auf? Wer sonst guckt denn Pox News? Und Raumschlacht um deine Frau? Oder die geilsten Enthauptungen der Galaxie? Ja, ja. Und tyrannoiden Frauen? Ich hab's kapiert! Wir haben den kleinen Lombax wohl unterschätzt. Der hat nur Glück. Shellshock war zu langsam und dumm für einen Exterminator. Er hätte vor Jahren aufhören sollen. Naja, jetzt hat er's ja. Aber was Ratchet angeht... er könnte noch nützlich sein. Er ist sogar beliebter, als du es in deiner besten Zeit warst. Irgendwie erinnert er mich sogar an dich. Wie gesagt, er hat nur Glück. Das hält nicht ewig. Und ich würde schon gut finden, wenn das Glück so ein bisschen ewig hält. Also hätte ich persönlich kein Problem mit. Aber Ace hat's, Mr. Ace Ventura hat ein Problem. Na gut, damit ist Shellshock Geschichte. Und wir können uns den Bonus Herausforderungen stellen. Yeah, mehr Bonus Sachen. Huhu. Nachtflug, Umkehr-Action. Dieser Schlacht werden dich die Kraftfelder früher oder später zermalmen, wenn es deine Bots nicht schaffen, die Kraftfeld-Kontrollkugeln zu hacken. Das klingt doch mal nach Spaß. Ratchet, du musst die Sicherheitskugeln hacken, sonst stürzen die Mauern der Arena auf dich ein. Und von hinten greifen Wellen von Gegnern an. Okay, hacken. Du dich, Hacky. Achso, diese roten... Ihr macht das schon. Ich lege hier so ein paar Minen aus. Für die Fälle. Der Fälle. Immer eine Mine. Parat.
Okay, da kommen viele Gegner. Oh, oh, oh. Und drei Gegner. Wo kommen Gegner? Da kommen Gegner. Ich kapiere hier nichts. Ich schieße einfach rum. Es funktioniert. Es funktioniert natürlich. Mehr Minen. Meine Minen machen das schon. Oh Gott, ich sehe gerade, das ist mit der Wand. Jetzt verstehe. Ich verstehe, welche Wand gemeint war. Oh Gott, der Gegner ist böse. Weggeballert. Weggeschnetschelt. Dass er keinen Ausweg mehr hatte. Oh Gott, ich habe für diese einen Überblick. Muss ich. Hallo? Oh Gott, so viele Wände. Wie viele Wände gibt's denn hier? So, das Schiff ist weg. Dann können wir diese Wand reparieren. Oder wegschieben. Oder wie auch immer man das hier nennen mag. Okay, Munition alle. Davon haben wir noch einen. Und dann haben wir hier noch wieder zwei von denen. Wir sind in der letzten Runde. Gibt's da echt eine Rundenanzeige? Warum sehe ich sowas nie? Egal, geschafft. YOLO! Yeah! Es hat doch super geklappt, auch wenn ich nicht wusste, was richtig abging. Ja. So ist das. So kann's sein. So, nächste Mission. Dunkle Städtenarena. Oder nimm Hoverschief. Hoverschief, Städtenarena. Städtenarena, kämpfe in diesem spannenden Arena-Herausforderungen um dein Leben. Das klingt einfach. Die Arena-Herausforderung versetzt uns in die gut alte Zeit der Arena-Kämpfe. Eine klassische Deathmatch-Runde wie beim Muttern. Ja, wisst ihr noch, wie damals, als die ganzen Arena-Kämpfe so waren? Oh, das waren doch Zeiten. Da war das richtig langweilig. So, boom. Yeah, das war das Schild. Ich muss gerade echt überlegen, warum, was jetzt gerade da passiert ist. So. Der Typ lebte. Und ein paar Schilde. Einfach so. Ja, ne? Die mal down. Die können wir wegsnipern. Weil das gut ist. Weil das funktioniert. Und dann. Nutzen wir einfach mal diese Waffe hier. Die braucht auch mein Level ab. Hat's aber nicht gekriegt. Warum sollte sie das noch? Warum? Warum sollte irgendwas mal nach Land? Da kommen Gegner. Mehr Holoschilde, Mann. Mehr Kleine Schnetzelmatro. Kleine Stötzelmonster. Pfui aus mit euch. Oh Gott, da kommt. So großen doofen Schiffe. Die mit ihren schönen, bösen Bombi-Bambis. Manchmal ist mein Wortschatz echt bescheuert. Geht was ab? Oder geht noch was ab? Wir haben noch Minen. Oh, was ist denn das für ein kleiner Gefechtsturm? Was darf ich Ihnen in die Luft sagen? Bitte. Ich beschützt du? Achso, Superbombe. Okay, ja. Hau weg. oh Gott. Die ganzen Gegner plötzlich. Wo kommen die denn her? Wie aus dem Nichts. Als würden sie diese Wände rüberspringen. So unglaublich. Was für Frechdechse. So, der ist weg. Und du bist auch weg. Ja, und mehr Level ab. Denn die Level, die regnen hier so. Wie sie können. Weil sie es können. Boom. Boom, boom.
Ach ja, die hat ja keine Munition mehr. So, bumm, weg, geschafft. Alles cool, alles cool. Oh. Nicht. Lauf, Ratchet, lauf! Wieso? Wieso ist doch alles cool hier? Alles voll cool hier. Alles cool. Oh Gott, jetzt versteh's. Ah. Naja, hat geklappt. Yeah! Und eine weitere Herausforderung ist bewältigt. Natürlich. Natürlich. Natürlich war das hier kein Problem. Ich bin überrascht, wie wenig ich eigentlich sterbe. Vielleicht habe ich Hat Ratchet derzeit tatsächlich ein bisschen Glück. Yeah! Gemeistert! Wunderbar. Dann steht ja nur noch der Nachtflug an. Und ich würde sagen, das erleben wir in der nächsten Folge von Ratchet Gladiator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut einfach in der nächsten Folge rein. Dann machen wir den Nachtflug und fliegen von diesem Planeten weg, weil wir dann hier fertig sind. Dann erleben wir neue Dinge, die wahrscheinlich cool sind. Und das ist cool. So einfach. Alles klar. Ich bin Starwix und ich bin raus. Ciao.